Diese Dinger hier sind eine Gefährdung für die Gesundheit eures Hundes. Das ist ein getrocknetes Kaffeeholz, das gerne verwendet wird, um es Hunden zum Kauen zu geben. Und hier seht ihr den Grund, warum ihr die Dinger nicht verwenden solltet. Und das liegt ganz einfach daran, dass diese Teile mitunter sauhart sind und eben so hart, dass Zähne daran brechen können. Und gebrochene Zähne sind bei Hunden richtig mies, denn die wenigsten Leute machen es so wie ich und kontrollieren täglich, dass hier hinten alles in Ordnung ist. Wenn aber das Innenleben des Zahns freigelegt wird, weil ein Teil des Zahns abgebrochen ist, dann kann das dafür sorgen, dass das Ding abstirbt und auch noch in den Kiefer mit reingeht. So ein geschredderter Zahn fängt dann hier oben an, die Knochensubstanz im Kiefer anzugreifen. Das kann sich dann ausbreiten, sodass auch benachbarte Regionen betroffen sind. Und außerdem entsteht da dann ein Bereich, der besonders gefährdet für Infektionen ist. Die können hier in den Hund eindringen und von dort aus Organe befallen. Und ja, an so einer Organthematik können Hunde tatsächlich leider sterben. Bedeutet das, kann ziemlich gefährlich werden. Wusstet ihr hierüber Bescheid? Schreibt es in die Kommentare und teilt das Video mit jemandem, der sowas gerne benutzt.